Ja, herzlich willkommen zum heutigen Video und ich möchte Sie heute in einen kleinen Trick einweihen oder in ein Gesprächsmuster oder wie man es auch immer nennen möchte oder vielleicht auch eine Verkaufstechnik, aber Sie werden gleich sehen, was dahinter steckt. Dann können Sie es betiteln, wie Sie möchten. Ich habe das Ganze, muss ich ganz ehrlich zugeben, von einem deutschen Verkaufstrainer übernommen und es hat sich herausgestellt, dass man diese Technik oder diesen Trick auch ganz gut im Alltag verwenden kann. Man kann das auch ausgezeichnet in Videos einbauen. Man kann, wenn man Verkäufer ist, das in die Abschlüsse einbauen, wenn es wirklich zum Abschluss kommt. Oder wo auch immer. Sie werden sicher ein paar Ideen haben, sobald Sie jetzt wissen, worum es hier geht. Und ich möchte jetzt ein Beispiel sagen, wo ich mir das erste Mal getraut habe, das anzuwenden. Weil ich mir gedacht habe, das ist jetzt einfach egal, ich versuche es jetzt. Mein Gegenüber weiß ja nicht, was ich mit ihm mache. Und das war vor einiger Zeit. Da wollte ich unbedingt am Samstagabend ausgehen. Und ich hatte aber absolut keine Lust, alleine auszugehen. Und ich wollte, dass ein Kumpel mit mir mitkommt, damit ich nicht allein bin, dass es ein Spaß wird. Und ich wusste auch aus gewissen Umständen, sage ich jetzt mal, dass derjenige zu 99,9%, es ging sogar eher schon auf die 100% zu, dass der an diesen Samstagabend nicht mitgehen würde, aus gewissen Gründen vom Vortag her. Also ich habe gedacht, ist egal, ich rufe ihn jetzt einfach an, aber ich garantiere Ihnen zu, ja, ich sage jetzt eigentlich zu 100%, wäre ohne diese Technik der zu Hause geblieben. Und ich rufe ihn an und sage: Hi, wie sieht's aus? Gehen wir jetzt ein bisschen los? Gehen wir aus heute Abend und so weiter? Wird sicher ein Spaß. Ich wüsste sogar, wo wir hingehen können und so. Und wie erwartet, sagt er: Ah, alles scheiße und ich habe Kopfweh und mir ist übel und die Welt ist schlecht und nie wieder mache ich irgendetwas. Und wie gesagt, das hat am Vortag gelegen. Und dann habe ich mich getraut und ich sagte zu ihm: Okay, verstehe ich, das ist natürlich blöd, wenn es dir nicht gut geht. Aber was ist das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du trotzdem mitgehst? Und dann Pause. Darauf sagte der zu meiner vollen Überraschung nach so circa 2, 3 Sekunden, die übrigens ewig gedauert haben, aber da musste ich einfach warten und die Ausdauer haben, sagt er: Ja, hast eigentlich recht, ist sowieso alles egal heute, in einer halben Stunde können wir losgehen. Und so hat das funktioniert. Das wäre absolut unmöglich gewesen ohne diesen Schnipsel. Und merken Sie sich diese Worte, die wirken nämlich wirklich Wunder. Was ist das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du dich jetzt gleich mal in ein Unternehmen anschließt? Was ist das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du, was fällt mir denn jetzt ein, wenn du gleich heute diesen Vertrag abschließt? Was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Und das ist eine Wahnsinnstechnik, die unterschätzt wird, denn im Prinzip kann nichts Schlimmes passieren, in den wenigsten Situationen. Und wichtig ist auch, die Stimme am Ende des Satzes abzusenken. Das wäre jetzt wieder ein anderes Thema, das heißt dann Intonation. Da mache ich vielleicht mal ein eigenes Video darüber, eben, dass es einfach so klingt: Was ist das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du trotzdem dies und das jetzt machst? So einfach ein bisschen runtergehen am Ende des Satzes, dann wirkt das fürs Unterbewusste sogar noch wie ein Befehl. Aber wie gesagt, ich schweife von dem ab. Diese Worte: Was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Versuchen Sie das mal, das kann man in beinahe jeder Situation anwenden, wo man jemanden irgendwie zu einer Entscheidung, ich will jetzt nicht sagen beeinflussen möchte, aber verhelfen möchte. Also ich habe das dann einige Male versucht, jetzt zwar noch nie im Verkauf, wenn ich ehrlich bin, aber in alltäglichen Situationen habe ich das oft versucht, in teilweise wirklich Situationen, wo ich mir nicht gedacht hätte, dass sich derjenige dann für meine Sache entscheidet. Und es hat ich sag mal, von 4 Mal funktioniert mindestens 2 Mal. Also diese Technik. Also ich würde es wirklich versuchen, machen Sie das eine tolle Technik. Ich kann es Ihnen sehr empfehlen. Ja, das war's eigentlich zu diesem Video. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie meinen Kanal. Sie finden ja irgendwo hier im Video den Link, wo Sie wirklich nur mit einem Klick meinen Kanal abonnieren können. Ich würde mich auch über Ihren Kommentar freuen. Vielleicht auch ein Feedback, wenn Sie es auch mal versucht haben und Erfolg damit hatten. Oder auch nicht, egal, schreiben Sie mir es drunter. Und
Wenn es Ihnen gefallen hat, auch bitte den Gefällt mir-Button hier bei YouTube klicken. Ja, das heißt den Daumen hoch. Würde mich freuen und ich freue mich auch aufs nächste Video. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.